Hallo liebe Freunde dieses Kanals, wer Bahn fährt weiß, bisher musste man eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen, um Bahn fahren zu können. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt die Bahn jetzt auf einmal auf die Idee, FFP2-Maskenpflicht in den Bahnen einzuführen. Und zwar in Regional- und Fernzügen, liebe Freunde. Jetzt auf einmal, nachdem in Bayern die FFP2-Maskenpflicht kommt, überlegt man sich das, liebe Freunde. Da hat doch bestimmt jemand angerufen und gesagt, ihr müsst das jetzt prüfen. Oder was meint ihr? Alles dazu in diesem Video. Denn nach so vielen Monaten kommt die Deutsche Bahn so langsam, ihr kennt das ja, TÜV, 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 in Fahrt und denkt über eine FFP2-Maskenpflicht nach. Okay, genug nachgedacht. Ach, die haben mich gestern angerufen und haben gesagt, ich muss darüber nachdenken. Na gut, dann mache ich das jetzt. Denn so wird es gelaufen sein. Meine persönliche Meinung. Aber wer bin ich schon, liebe Freunde? Da hat doch bestimmt jemand angerufen bei der Bahn und hat gesagt, liebe Freunde, ihr müsst jetzt mal über das diskutieren, damit die Bevölkerung und die Normalos wie ich und ihr wahrscheinlich, liebe Freunde, die ihr zuschaut, so langsam mal darauf vorbereitet werden, dass ihr jetzt überall diese FFP2-Maske tragen müsst. Denn um ehrlich zu sein, wir haben hunderte Millionen auf Lager und wollen die loswerden, aber sagt das den Leuten nicht. Denn die sind besonders effektiv bei der Virenfilterung. Das ist uns in den letzten 10 Monaten harte Arbeit eingefallen. Davor sind wir nicht auf die Idee gekommen, denn wir wollten die Masken eigentlich nicht nehmen. Aber jetzt müssen wir sie leider nehmen und müssen sie loswerden. Offiziell? FFP2-Masken haben einen höheren Sicherheitsstandard und schützen anders als die sogenannten Alltagsmasken oder auch einfache OP-Masken. Nicht nur die Umgebung, sondern auch die Trägerinnen und Träger selbst. Das haben wir jetzt nach 10 Monaten festgestellt. Ich zitiere hier in diesem Zusammenhang mal das RKI, die Koryphäe in Deutschland, was den Virenschutz angeht. Ihr wisst es, liebe Freunde. Das Robert-Koch-Institut wurde immer wieder von den Verantwortlichen herangezogen als Kompetenzzentrum der Virenbekämpfung. Und was sagen die? Auf ihrer Webseite nachzulesen. Unten von mir verlinkt. Ich weiß nicht, ob sie es bald runternehmen. Vielleicht kriegen sie auch einen Anruf und müssen es runternehmen. Also lest es schnell. Hier steht, FFP2-Masken sind nicht zur privaten Nutzung empfohlen. Aber sagt es nicht weiter. Ja, das Robert-Koch-Institut ganz offiziell. Diese Masken sind nicht geeignet für den Einsatz im privaten Bereich. Aber ist egal. Irgendwie müssen wir die Masken loswerden. Wir haben so viele davon. Die ganzen Lager sind voll. Jetzt mussten wir sie auch noch kaufen. Jetzt müssen wir sie loswerden. Deshalb FFP2-Maskenpflicht für alle. So geht das. Hätte von einem Schwaben kommen können, kam von einem Bayer. Was will man machen? Was haltet ihr davon? Wenn ihr wissen wollt, warum jetzt auf einmal so viele FFP2-Masken da sind, schaut euch mal das Video unten an vom Marktcheck. Die haben das recherchiert schon letztes Jahr. Super informativ. Dort wird genau erklärt, warum wir schon letzten April Millionen und Abermillionen FFP2-Masken hätten verteilen können und nicht wollten. Die wurden einfach zu teuer, liebe Freunde. Aber das ist nur meine Meinung. Und dann wurde man verklagt und musste die Masken tatsächlich nehmen, nachdem man sie bestellt hatte. So ein Mist. Aber wir sind ja ganz oben an der Spitze des Eisbergs und dann haben wir einfach gesagt, FFP2-Maskenpflicht für alle. Geil. Super. Haben wir gut gemacht. Tja, alte Leute haben manchmal auch gute Einfälle. Kleine Ironie, liebe Freunde. Ich bin selber alt. Was haltet ihr von der Situation? Schreibt mir in den Kommentaren. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video informiert hat. Folgt meinem Kanal. Für immer. Bis dann, euer Alex.